Hallo, hallo und dreifach hallo. Dieser Kanal ist ja ein Gruselkanal, aber ich glaube, man kann die Frage, die ich mich jetzt frage, als gruselig bezeichnen. Übrigens, es gibt eine eigene Urintherapie. Hier trinken Patienten ihren eigenen Urin, auch wird der Urin in Auge, Nase und Ohren getropfelt. Hiermit wird eine bessere Abwehrkraft des Immunsystems bezweckt. Befürworter der Therapie meinen, dass im Urin Mineralien, Hormone und körpereigene, keimtötende Substanzen enthalten sind. Da ich bereits ein gleiches Video mit Kurt gemacht habe und es sehr gut angekommen ist, das sieht man daran, dass ich mehr Likes als Dislikes habe, habe ich mich entschieden, das gleiche mit Urin zu machen. Fangen wir einfach an. Urin riecht manchmal nicht so angenehm. Das kommt durch die Oxidation des Urins mit der Luft. Und da der Ammoniakgehalt dann stärker zur Geltung kommt. Der Urin generell ist aber eigentlich eher neutral, wie eine Gemüsebrühe halt. Aber jetzt haben wir genug über den Geruch geredet, wir wollten noch wissen, wie er schmeckt. Das kommt ganz drauf an. Zum Beispiel, ob man gesund ist oder nicht. Bei Diabetikern schmeckt er leicht süßlich. Also hey, wenn ihr rausfinden wollt, ob ihr Diabetes habt, probiert einfach euer Urin. Wird schon ganz lecker. Je gesünder man ist, desto angenehmer wird euer Urin schmecken. Der Geschmack ist salzig und auch bitter. Je mehr Flüssigkeit ihr zu euch nimmt, desto neutraler wird der Geschmack. Ich hoffe, ihr habt gerade Wasser getrunken oder so. Spaß, wenn ihr das gemacht habt, tut es mir natürlich leid. Tschüss, bis zum nächsten Video.